koche, wenn möglich, auf den hinteren Herdplatten. Drehe den Stiel der Pfanne dabei stets nach hinten. Herdschutzgitter schützen deinen Sprössling auf seiner Entdeckungsreise vor Verbrennungen am Herd. Stelle keine Messer oder andere scharfe Gegenstände an Tresen oder Tischkanten. Auch zerbrechliche Gegenstände wie Gläser oder Porzellan sind tabu. Heiße Lebensmittel, Töpfe oder ein Teller mit Suppe sollten in der Mitte des Tisches stehen. Decke den Tisch ohne Tischdecken. Hier ist die Gefahr groß, dass dein Kind daran zieht und alles über sich schüttet. Die bunten Flaschen wirken auf Kinderaugen ganz besonders anziehend und spannend. Das Schlucken von Putzmitteln kann allerdings zu inneren Verletzungen und Verätzungen führen. Wähle daher einen Ort, an den dein Kind keinesfalls herankommen kann. Verstaue Putzmittel sowie scharfe Utensilien und elektrische Geräte ausschließlich in verschließbaren Schubladen oder Schränken. Mit einer entsprechenden Kindersicherung kannst du außerdem Quetschungen und eingeklemmten Babyfingern vorbeugen. Genauso wie auch im Rest des Hauses solltest du alle Steckdosen in der Küche mit Kindersicherung absichern. So schützt du dein Kleines ohne viel Aufwand vor gefährlichen Stromschlägen. Kanten von Tischplatten oder Arbeitsplatten, die in Kopfhöhe deines Kindes sind, stellen ein besonderes Verletzungsrisiko dar. Hier helfen entsprechende Schoner aus Plastik oder Silikon. Mit diesen Tipps kannst du die Gefahrenquellen in der Küche zwar auf ein Minimum reduzieren, trotzdem gilt, lasse dein Baby oder Kleinkind möglichst nicht aus den Augen. Babytrage oder Laufgitter sind hier wunderbare Helfer.